In der Bavaria Filmstadt treffen heute zwei Giganten aufeinander. TikTok-Star Falco Punch und Schauspielikone Heiner Lauterbach. Hey, schön, dich mal kennenzulernen. Sie drehen heute für ein neues Online-Format. Jeder bringt dem anderen bei, was er besonders gut kann. Heiner zeigt Falco also die ganz große Schauspielkunst und Falco Heiner die ganz große TikTok-Kunst. Denn Falco hat bei TikTok 10 Millionen Follower. Heiner bisher, lassen wir das. Dafür hat Heiner in gefühlt 10 Millionen TV- und Kinofilmen mitgewirkt. Seine Fähigkeiten als Schauspieler wird also niemand ernsthaft in Frage stellen. Wir tun es trotzdem. Da gibt es ein wunderschönes Gedicht. Zufälligerweise kann ich das auswendig. Das heißt Der Panther. Der Panther von Rainer Maria Rilke, kennt ihr vielleicht. Und du stellst dich in diesen Käfig und gibst mir die Emotion dieses Panthers wieder. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Die Rollenverteilung ist klar. Heiner spricht, Falco steht. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe. Was Heiner nicht weiß. So müd geworden, dass er nichts mehr hält. Gleich kommt ein zweiter Lockvogel. Heiners alter Buddy Uwe. Als ob es 1000 Stäbe gäbe. Sekunde, er müsste jeden Moment kommen. Und hinter 1000 Stäben. Rilke! Sag ich doch! Rilke, geil! Übi! Uwe wird Heiner heute zeigen, wie es geht. Also, wie es geht, jemanden komplett auf den Geist zu gehen. Ey, ich bin absoluter Fan von Rilke. Lady Gaga hat vor kurzem... Echt? Von Rilke? Ja. Lady Gaga? Absolut abgefahren. Alle fahren drauf ab. Das hast du noch nicht erzählt, ne? Nee, geil, nee, wusste super. Ich gar nicht. Kannst du mal sehen, wie weit vorne du bist. Mhm. Noch ist er weit vorne, doch bald schon ganz am Ende. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe. Und hinter 1000 Stäben. Ja, aber ich will es nicht so dramatisch machen, Heiner. Klappe, das war ich doch fast fertig. Ja, aber... Nur mal... Durch die Glieder... Fast fertig. Wie würdest du es denn machen? Ich meine, ich muss doch dir nicht erzählen eigentlich. Doch, ja, ich weiß nicht, was du meinst. Wenn man sich in dieses Tier sich reinversetzt, das ist traurig genug, das muss man nicht noch traurig spielen und so dramatisch. Ja, ein bisschen anders, dann mach es mal so und dann ich höre mir das an. Wir sollten vielleicht mal Regie zusammen machen. So wie nee, die, bitte nicht. Wie die Heiner denkt sich nur, komm, mach, mach, mach. Komm. Mach du. Und ist trotzdem leicht genervt. Na, du sagst es jetzt mal, so wie du willst es ja aufsagen mal. Kurzer Gedankenaustausch. Und dann braucht Uwe Ruhe. Also, kannst du ein bisschen Ruhe haben jetzt bitte? Denn er zeigt jetzt allen, wo der Hammer, der Panther hängt. Sein Blick im Vorübergehen der ist vom Vorübergehen der Stäbe. Ich bin nicht so fit jetzt, ne? Ich habe mich nicht befasst, so wie du damit. Sei nicht so negativ. Dann macht Uwe weiter. Der weiche Gang. Du musst den Gang ein bisschen. Und zwar damit Heiner zu nerven. Nicht. Starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreis. Das ganze Team findet den Ochsenknecht echt super. Ein großer Wille steht. Außer einer, das ist Heiner. Dankeschön, vielen Dank. Der möchte jetzt einfach weiterarbeiten und zwar alleine. Wir müssen dann ja mal langsam weitermachen, ne? Der macht doch nicht. Sollen wir das richtig tun lassen? Ja. Sonst hätte ich gesagt, gehst du mit ihm in die Kantine oder irgendwas? Ja. Na, Heiner sähe Uwe jetzt gern von Weitem. Doch der Produzent wünscht ihn sich in Nahaufnahme. Wir müssen eigentlich weiterdrehen, aber viel geiler wäre es natürlich, wenn ihr das zusammen macht. Oh Gott, super Idee! Nee, ist doch gut. Aber wie bauen wir das jetzt ein in dieses... Das lass mal Falcos Sorge sein. Ich hätte rein theoretisch eine Idee. Also wir könnten rein theoretisch noch mal TikToks machen. Ich habe noch ein paar Sachen, da passen auch zwei immer. Kann man machen. Ja, können wir machen, bauen wir ein. Und ab sofort spielt Lauterknecht. Ja. Nicht, aber nicht, dass er dann irgendwann abhaut. Wäre aber auch nicht so schlimm, ne? Ich zeige euch einfach mal eine Challenge, ein Video. Challenge. Challenge heißt Herausforderung. Ja, ich kann ein bisschen Englisch. So, da haben wir das hier. Guckt euch das mal an. Ihr versucht das 2-3 Mal und dann schauen wir mal, wie es ein Ergebnis ist. 3, 2, 1. Das neue Traumpaar im Netz. Heiner und Uwe bei TikTok. Die Frage ist nur, wer ist Tick und wer ist Tok? Eigentlich waren beide ganz gut, aber der Produzent hat einen klaren Favoriten. Gut. Bitte mach's mal gescheit. Ja, ich kann es nicht anders. Wie, du kannst? Mach's doch einmal gescheit, wie er es kann. Es ist im Grunde so. So. Ja, so, super. So.
Nächste. Ich habe noch was anderes, was dann ein bisschen weniger mit den Füßen und mit dem Tanz zu tun hat. Dann hat man ein bisschen mehr. Es hat was mit dem Gesicht zu tun. Und das zeige ich euch jetzt einmal kurz. Das habe ich auch noch. Oh boy. Was sieht denn? Mein Gott, was alles gibt, ne? Uwe macht's vor. Okay, 3, 2, 1, los. Und Heiner macht's nach, obwohl er sicher lieber Uwe klatschen würde. Nein, ich habe ein knallrotes Gesicht. Ja. Dann macht er noch seine Richard Kleidermann-Pantomime und die stille Version von Munks Schrei. Andere Männer bauen Brücken in meinem Alter. Heiner ist nicht zufrieden, der Produzent übrigens auch nicht. Gescheit machen. Wie einmal gescheit machen? Na ja, so wie der Uwe. Ich kann es nicht besser, als ich es gemacht habe. Nein. Heiner ist Profi, dann eben noch ein Take. Man hört auch gar nichts. Ja, wenn man so dicke Backen hat, geht das besser. Bei mir geht das nicht. Du musst langsamer machen. Uwe ist ein wahrer Freund und nimmt den armen Heiner zur Seite. Was ist denn Uwe? Vorhin mit den Schritten, mit TikTok, ist das da irgendwie? Das ist schon. Was? Finde ich ein bisschen komisch, dass du das nicht kannst. Dass ich was nicht kann? Ja, mit dem Rhythmus, das hast du früher alles immer richtig gemacht. Ich knall mir da nicht selber auf die Backe. Wenn du mir eine Trommel gibst, kann ich trommeln. Also komm jetzt, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Wir haben ja deins dann. Heiner und TikTok, das scheint irgendwie nicht zu passen. Mal sehen, ob Falco und Schauspielkunst besser passt. Also sollen wir jetzt dem Falco, soll er das jetzt lernen, wie es geht? Genau. Fangen wir mal mit was ganz Einfachem an. Goethes Faust. Um nicht zu weit auszuholen, es geht darum, dass der Faust seine Seele dem Teufel verkauft. Okay. Na? Und sobald es geschieht, kommt er total ins Schleudern. Richtig, so wie der Heiner jetzt. Dabei macht er den Faust sonst eigentlich mit links. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Mit heißem Bemühen. Das ist jetzt so runtergelesen, ohne irgendwie eine Einstellung dazu, ohne eine Haltung dazu, was du selber davon hältst. Mhm. Ich würde auch nicht nach dem Habe nun ach Ausrufezeichen. Habe ich das gesagt? Habe nun ach? Quatsch. Hast du? Habe nun ach. Ihr macht mich echt fertig, du echt. Habe nun ach Philosophie. Dieses Ach kriege ich jetzt gar nicht mehr hin. Jetzt hast du mich so bekloppt gemacht mit diesem blöden Ach. Ja, siehst du mal, wie schwer es ist, wenn man es richtig macht. Habe nun ach. Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Nein, durchaus studiert, hast du schon wieder Pause gemacht. Sag mal, wer gibt dir Schauspielunterricht? Durchaus studiert, mit heißem Bemühen sogar. Ja, dann mach du doch. Und Uwe macht. Er performt so, als wollte er sich für die schlechteste Soap aller Zeiten bewerben. Doch stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Da stehe ich nun nicht doch. Das ist ja Korinthenkackerei, wenn ich ein Wort habe. Naja, aber das geht also um die Grundhaltung, die Grundeinstellung von allem. Ja, okay. Macht ja gar keinen Sinn, doch stehe ich. Da stehe ich, ja, ein Wort habe ich vergessen. Ja, ja. Aber es geht ja um die Grundeinstellung, die ich jetzt zeigen wollte. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Ist doch total overacted. Ich habe es ja nur zum Beispiel gezeigt. Du tust immer dazwischen irgendwie so kleine Dinge einbauen, wo du sagst, ja, so meine ich das ja nicht so, oder so steht das hier ja nicht. Du machst einmal richtig die Performance. Mach ich mal, dann mach ich halt nochmal. Ja. Okay. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Eine Anhäufung von Ahnungslosen hier. Das ist doch total overacted. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als je zuvor. Ich würde es einfach gelassener machen. Soll ich? Gescheit. Ich sag nicht immer gescheit, als würde ich hier die letzte Kacke machen. Was heißt denn gescheit? Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und... Du drehst ja jetzt schon ab. Ja, weil es immer wieder dasselbe ist. Habe nun, ach, die Einstellung fehlt. Du musst jetzt sagen, jetzt habe ich die ganze Scheiße gemacht. Ja, Frau, jetzt habe ich keinen Bock drauf. Dann macht ihr die Kacke selber. Mach du das, dann tust du den Uwe da reinschneiden und ich mach da beim nächsten wieder mit. Total bekloppt. Ich glaube, das hilft dir. Lieber Heiner, ich möchte die Gelegenheit nutzen, dir mal ein Riesenkompliment zu machen. Ich fand dich heute im Ernst sehr lustig in einer Hauptrolle bei Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen. Ihr könnt mich ein bisschen am Arsch lecken, echt.
Ich habe so gelitten mit dir. Ich habe so gelitten. Ich dachte, ich denke, was ist mit dem los? Diese ganzen Idioten hier. Mann, das Geilste war vor allem, du drehst dich ja jetzt schon wieder ab. Ja, ja, weil es schon so scheiße anfängt wieder. Jetzt komm. Liebe, verstehen Sie Spaß, Community. Wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!